Hallo und willkommen zu einem neuen Deutschlandreise-Vlog. Eigentlich wäre ich jetzt in Italien, obviously bin ich das nicht, sondern im Harz. Aber Deutschland ist auch schön und dieses Jahr ist sowieso alles anders. Deswegen habe ich mir gedacht, mir hat letztes Jahr die Wanderung zu den Ilsefällen so gut gefallen, dass ich hier ein bisschen länger verbleiben wollte und habe jetzt 2 Nächte in Wernigerode gebucht und habe ein sehr, sehr schönes Hotel direkt am Schloss, also am Schlossberg. Und die halbe Strecke habe ich schon geschafft zum Hotel. Sehr schönes Zimmer mit so Dachbalken Holzbalken, Dachbalken, wie heißen die? Balken. Jetzt werde ich den Nachmittag nutzen, um direkt zum Schloss zu gehen, denn ja, wenn ich schon mal auf halbem Weg hier hoch bin, dann lohnt sich das ja noch, den restlichen Weg zum Schloss zu gehen. Morgen möchte ich zum Brocken hochfahren und runter wandern und mir ein bisschen die Stadt angucken. Das mache ich wahrscheinlich dann Freitag eher, heute Abend essen gehen, also das werdet ihr alles sehen. Und ich habe nicht zu viel geplant, weil ich bin auch morgen nur den kompletten Tag da und da ist halt der Brocken steht da auf dem Plan. Da war ich noch nie oben und es wird mal Zeit. Genau. Und jetzt werde ich noch kurz ein bisschen durchatmen, denn es ist schon ganz schön warm draußen und auspacken minimal und dann geht's hoch zum Schloss. Das war schon mal ein sehr schöner Start in Wernigerode. Das Schloss lohnt sich auf jeden Fall. Konnte ich euch natürlich nicht von innen zeigen, denn wie so oft ist das verboten, dort zu filmen und zu fotografieren. Aber ja, es gibt viele restaurierte Räume, einen großen Essenssaal mit einer Tafel, Schlafzimmer, Arbeitszimmer und so weiter. Wirklich sehr schön erhalten und viele Räume und lohnt sich, da vorbeizuschauen. Ich finde 7 Euro Eintritt auch absolut in Ordnung. Es gibt sonst auch einen Audio-Guide, zu Corona-Zeiten natürlich nicht, aber ja, grundsätzlich empfehle ich solche Audio-Guides immer, weil man da noch mehr mitnimmt, als wenn man das alles lesen müsste. Und ja,
Also wenn das irgendwann vorbei ist, nehmt euch den Audioguide. Ich gehe davon aus, dass der auch ganz gut ist. Dann bin ich noch durch den Lustgarten gegangen. Der ist auch hier in der Nähe direkt. Ja, und jetzt werde ich mal kurz die Füße ausstrecken. Diesen Lesesessel hier vielleicht ein bisschen nutzen, um Harry Potter zu lesen. Kurz zu entspannen und kurz zu checken, was ich jetzt morgen mache. Ob ich meinen eigentlichen Plan ein bisschen umwandle. Ich werde auf jeden Fall morgens früh hoch mit der ersten Bahn um 9 Uhr auf den Brocken. Aber ich weiß auch nicht, ob ich direkt hier runter wandere oder ob ich nach Schierke wandere, weil ich kann auch die öffentlichen Verkehrsmittel kostenfrei nutzen. Da habe ich so einen Zettel bekommen, so eine Art Kurtaxe, glaube ich, habe ich hier bezahlt. Das gucke ich mir jetzt mal an, was das für eine Wanderung ist und ob sich das vielleicht lohnt, dann Schierke auch noch mit anzuschauen. Aber da recherchiere ich jetzt und mache es mir noch ein bisschen gemütlich, bevor ich dann nachher in die Stadt runtergehe und zum Abendessen. Guten Morgen an einem sehr frühen Donnerstagmorgen, immer noch in Wernigerode. Und im Moment regnet es gerade, ordentlich sogar, aber mein schlaues Regenradar sagt, dass es nach dem Frühstück schon vorbei sein wird. Und ich hoffe, es hat damit recht. Dann geht's zur Brockenbahn runter in die Stadt und den Brocken hoch. Das ist der Plan. Ich wollte nicht hochlaufen. Ich glaube, dafür reicht meine Kondition, ja, die grundsätzlich nicht die beste ist, weil ich ja kaum Cardio mache und nur spazieren gehe. Aber auch jetzt seit zwei Monaten keinen richtigen Kraftsport im Verein machen konnte. Danke, Corona. Auf jeden Fall ist der Plan, hochzufahren, eine Strecke und runter zu wandern. Das dauert auch schon 6 Stunden, 6,5 und wie ich mich kenne, wahrscheinlich 7. Über Schierke und über Annenshoh oder so. Ja, die Namen, die lerne ich dann nochmal. Das ist der Plan. An beiden Stationen könnte ich auch, wenn das doch zu lange dauert, mit dem Bus weiterfahren, zurück in die Stadt. Aber ja, ich habe erst heute Abend einen Tisch reserviert zum Abendessen. Ich glaube, bis dahin werde ich es irgendwie wieder runterschaffen. Es bleibt bewölkt, was ich aber zum Wandern ganz gut finde. Und ja, beim Wandern geht es mir nicht darum, einen Berg zu erklimmen und eine Challenge zu machen und das als sportliche Aufgabe zu sehen, sondern die schöne Landschaft zu genießen. Und die kann man ja in beide Richtungen. Also ist es egal, ob ich mich hochquäle oder einfach gemütlich runtergehe. Gemütlich, das werden wir dann sehen, wie gemütlich das wird. Jetzt geht's erstmal zum Frühstück und dann, ja, in die Bahn. Ich hoffe, ich kriege ein Ticket, einen Platz. Man kann das nicht vorreservieren, was ich etwas schade finde. Aber ich glaube, der Tourismus ist hier noch nicht so am Boomen. Und es ist auch mitten in der Woche, die erste Fahrt um 9.10 Uhr. Ich hoffe, es ist nicht so voll.
greift hier nicht ein und die Natur formt nach und nach einen naturbelassenen und artenreichen Wald. Ich würde sagen, ich folge der Hexe. Es sind keine 94 Kilometer, Gott bewahre. Denn der Hexensteg geht natürlich noch viel weiter. Aber ich bin hier beim Brocken und ich will nach Schierke und zu drei an Hohne und eigentlich dann auch nach Wernigerode. Die Strecke, Google sagt mir, dauert 4,5 Stunden bis Wernigerode. Die Wander-App sagt, es dauert 7 Stunden. Ich werde hier dann entscheiden, wie spät es ist, ob es noch hell ist und ich habe ja eine Tischreservierung heute Abend. Also laufe ich jetzt einfach mal los und folge der Hexe. Runterlaufen ist auch anstrengend, weil es echt steil teilweise runtergeht, aber ich finde das angenehmer, weil ich nicht so aus der Puste komme wie hoch. Und es ist zwar für die Muskeln auch anstrengend runterzulaufen, aber ich mag das lieber, definitiv. War eine gute Entscheidung. Ich treffe lauter Leute, die hochlaufen. Keiner läuft mit mir runter, das finde ich auch ganz angenehm. Und die Bäume sind ziemlich kahl hier. Er hat in der Bahn gesagt, dass das normal ist und okay ist und die lassen das so. Und dann ist so ein umgefallener toter Baum ja auch Schutz für die Tiere und so weiter. Und dann wächst was Neues nach. Ich muss sagen, es sind ja wirklich hunderte Meter, Kilometer, weiß ich nicht. Also sehr, sehr viel kahle Bäume. Und es soll auch nicht besser werden, wie mir die Wanderer, die mir entgegenkamen, gerade gesagt haben. Die fragt nämlich, wird es da oben nochmal grün? Also die sagen zwar, das ist normal, aber irgendwie, ich muss das nochmal recherchieren. So normal finde ich das nicht, weil es ist also wirklich ein Wald voll toter Bäume. Schön ist es nicht, von den Bäumen her. Der Weg ist schön, aber vielleicht wird es ja gleich noch ein bisschen grüner. Mal schauen. Da hätten wir direkt einen umgefallenen Baum, der liegen bleibt. Und da hinten richtig abgeholzte Bäume, die irgendwie vorher, glaube ich, tot waren. Zumindest sehen sie so aus. Ich bin skeptisch, ob das so normal ist. Kleine Kunstpause zum Eincremen. Die Sonne ist ordentlich und wenn hin und wieder mal Wind kommt, merkt man das überhaupt nicht. Und T-Shirt brauche ich auf jeden Fall. Es ist dann doch warm. Also immer schön eincremen. Und wo ich den Rucksack schon mal auf habe, hole ich mir noch ein bisschen Energie. Ich hoffe, der schmeckt. Okay, offenbar folge ich doch nicht den Hexen, sondern war jetzt gerade beim Teufelsstieg. Ist wahrscheinlich andersrum ein bisschen teuflischer, aber ja, war ganz spannend. Okay, hier ist das mit den Bäumen nochmal erklärt, warum das doch ganz gut ist, damit es wieder natürlich wird. Irgendwann mal, ob ich das noch erlebe, ich weiß nicht. Aber okay. Nun gut, ich habe, glaube ich, aus Versehen eine Abkürzung genommen. Jetzt weiß ich auch, warum Google sehr viel kürzer rechnet, denn das ist hier die Brockenstraße, die ist asphaltiert. Und daneben läuft der eigentliche Wanderweg, der natürlich länger dauert, aber bis Schierke kürze ich jetzt halt ab. Und ab Schierke suche ich mir dann wieder den Wanderweg. Das ist doch mal ein schöner Waldweg. Ich hoffe, der bleibt eine Weile so. Jetzt von Schierke wieder raus, Richtung Anne Hohe. Ich vergesse das immer. Also Richtung dem zweiten Stop. Und dann mal schauen, wie spät es ist. Und man hört hier überall und ständig die Bahn. Also die Brockenbahn rauscht immer mal wieder und es tutet. Also das ist ganz lustig. Die ist immer irgendwie in der Nähe. Mal spontan ein bisschen umgeplant und nehme jetzt die Strecke direkt an den Bahnschienen. Hier führt auch ein Wanderweg lang. Finde ich ganz witzig, wenn die Bahn hier lang fährt, weil ja 100 Meter wieder hoch, um dann wieder 100 Meter runter zu laufen. Ja, und es trifft sich eh alles da in drei Annens Hohe.
oder so ähnlich. Und ich denke, von da werde ich die Bahn zurücknehmen. Das schaffe ich alles nicht mehr zeitlich. Ich laufe nicht so schnell wie die App. Und ich mache auch mal kurz eine Pause. Ich gucke mir auch mal was an. Oder mache ein Foto oder ein Video oder so wie jetzt. Das ist alles nicht eingeplant. Deswegen, ja, einfach nur straight durchwandern finde ich irgendwie auch nicht so spannend. Zwischendurch mal gucken ist auch schön. Deswegen werde ich dann mit der Bahn zurückfahren. Aber die 4,5 Kilometer bis zum nächsten Stop, zum nächsten Bahnhof, den werde ich jetzt noch laufen. Aber einen anderen Weg. Mal gucken, ob ich die Bahn zwischendurch ein paar Mal sehe. Ich denke schon. Da stehen nämlich am Bahnhof schon wieder Leute, die wahrscheinlich mitfahren wollen. Zurück im Zimmer. So, ich bin jetzt nochmal durch die Stadt gegangen und habe mir zwei Sachen angeschaut oder erledigt, die ich für morgen auf dem Plan hatte. Morgen sollen es aber 27 Grad werden. Und wer mich kennt, weiß, alles über 23 Grad macht mich nicht mehr glücklich. Bin auch gar nicht ausgestattet für so viel Wärme. Ich habe nur die Wanderstiefel dabei, ich habe nur eine lange Hose dabei. Also, ja, plane ich morgen vielleicht doch etwas eher wieder nach Hause zu fahren und habe eben, was jetzt aber auch Zufall war, noch die zwei Sachen in Anführungszeichen erledigt. Ich wollte den Buchladen mir anschauen, habe ich gemacht. Ich bin brav geblieben, ich habe nichts gekauft. Aber bei den Schneeballen bin ich nicht brav geblieben, denn die wollte ich unbedingt ausprobieren. Das werde ich gleich mal machen. Ich habe mir zwei mitgenommen, die nehme ich auch mit nach Hause, aber ich probiere gleich schon mal. Und genau. In der Stadt war es ein bisschen voller als gestern Abend, was aber auch klar ist zu der Tageszeit. Und es ist hier tatsächlich bewölkter und weniger schönes Wetter als heute während der Wanderung, was mich natürlich freut. Es war schon sehr anstrengend. Ich habe jetzt 27.000 Schritte auf der Uhr und meine Füße brennen ohne Ende. Ich bin aber auch, glaube ich, die Wanderstiefel nicht so gewohnt. Ich bräuchte vielleicht mal irgendwie andere. Mal gucken, ich benutze die so selten. Ja, da sind, glaube ich, meine Füße einfach nicht dran gewöhnt. Die brennen halt richtig, die Sohlen. Ne? Also ich habe mir keine Blasen gelaufen oder so, aber ja, sie sind auch einfach nicht trainiert, die Füßkens. Und jetzt sowieso nicht. Ich habe jetzt noch 2 Stunden bis zu meiner Abendessenreservierung. Das ist auch hier ganz in der Nähe. Da muss ich gar nicht mehr bis runter in die Stadt, was mich auch freut und meine Füße. Und deswegen werde ich jetzt mal an den Schneeballen knabbern, weil ich habe richtig Hunger. Ich hatte ja nur eine Banane und diesen Schokoriegel. Ich hätte noch einen anderen Energieriegel, aber lieber ein bisschen was vom Schokoballen. Schokoballen. Gibt's auch, aber es ist ein Schneeballen. Ich weiß gar nicht, ob ich die schon mal irgendwo gesehen habe. Auf einem Weihnachtsmarkt vielleicht. Aber ich wusste nicht, dass es hier aus der Region kommt. Ich weiß auch nicht mehr, ob ich die schon mal probiert habe. Keine Ahnung. Sie sehen relativ trocken aus, aber wenn man das so als Keks abknabbert, ich werde euch gleich berichten. Ansonsten werde ich noch ein bisschen chillen, ein bisschen lesen, Fotos mir anschauen, bearbeiten, Instagram-Stories vielleicht machen oder auch nicht. Weiß ich nicht, wie viel Lust ich habe. Und dann werde ich morgen, ich hab wieder das frühe Frühstück, das stört mich aber nicht. Also das habe ich morgen dann gewählt. Ich hätte auch später frühstücken können, aber ich weiß, ich bin eh früh wach. Und dann kann ich auch früh frühstücken.
Heute wird es nicht so spät, ich werde platt sein. Nach dem Abendessen werde ich, keine Ahnung, nach 2 gelesenen Seiten wahrscheinlich einschlafen mit dem Buch auf der Nase. Aber jetzt, ne, beiße ich erstmal in die Schneeballen. Also es gibt sie nicht nur hier in der Gegend, sondern auch in Heidelberg und Füssen. Das ist ja ein bisschen weiter weg. Und auch online. Also wer das ausprobieren will, Werbung und so, unbezahlt. Ich habe jetzt 3 € für den gefüllten und 2 € für den normalen bezahlt. Einmal Zimt und Zucker und das ist gefüllt mit Vollmilchschokolade und außenrum im Übrigen auch, wie man sieht. Und hier ist so ein hübsches Schoko-Emblem drauf. Wernigerode, oder? Oder ist es Rothenburg ob der Tauber? Könnte auch Rothenburg sein, weil ich wüsste jetzt nicht, welches Gebäude das hier wäre. Aber ja, ich probiere jetzt mal. Ja, also Zuckerzimt kann mich schon mal überhaupt nicht überzeugen. Das ist ja sehr trockener, relativ geschmacksloser Teig. Das an sich finde ich jetzt noch nicht so schlimm. Ich würde es in Kaffee dippen. Aber Zucker sehe ich und schmeckt man auch ein bisschen. Aber wo der Zimt sein soll, das verstehe ich nicht ganz. Also ich schmecke keinen Zimt. Ich schmecke eigentlich nur Zucker, nee, selbst wenn ich mich darauf konzentriere. Wo ist der Zimt? Geschmackstest Nummer 2. Der Teig ist natürlich der gleiche geschmacklose, trockene Teig. Mit der Schoki außenrum ist es ganz okay. Und ich habe den jetzt mal aufgebrochen, weil ich mich gefragt habe, wo ist denn die Füllung? Naja, ihr seht hier die Creme, das ist die Vollmilchfüllung. Ist okay, haut mich jetzt aber auch nicht wirklich um, ist auch nicht sonderlich viel. Also da ist so ein bisschen Creme drin. Ich werde es mitnehmen und dann zum Cappuccino essen, da ein bisschen reindippen. Ja, es ist ein trockener Keks. haut mich nicht vom Hocker. Aber gut, ist eine Spezialität. Manche mögen es wahrscheinlich. Ich werde es nicht nochmal kaufen, aber auch das ist ja eine Erkenntnis. Kennt ihr das? Schreibt mir mal in die Kommentare, ob ihr diese Schneeballen kennt und ob ihr die vielleicht lecker findet. Guten Morgen. Letzte Tag Wernigerode oder letzte Stunden eher gesagt. Ich war gerade frühstücken. Wieder das frühe Frühstück, wobei jetzt ist es auch schon 8.30 Uhr. Und ich werde die letzten Sachen jetzt zusammenpacken und dann nochmal hoch zum Auschecken. Ich muss mal gucken, wie ich das mache, weil ich habe keine Lust, mein Gepäck hochzuschleppen. Also ich habe hier unten das Gästehaus oder das Zimmer im Gästehaus und das Haupthaus ist oben. Da werde ich mal hochgehen, wenn ich gepackt habe und fragen, ob ich irgendwie so meinen Schlüssel hier einfach lassen kann und auf dem Rückweg dann mein Gepäck holen kann und Richtung Bahnhof gehen kann. Da werde ich es einschließen. Und dann ist der Plan, zum Baumkuchencafé zu gehen. Ich liebe Baumkuchen. Den habe ich erst vor ein paar Jahren für mich entdeckt. Und ja, ich brauche noch ein Geschenk für eine Kollegin. Und die liebt Baumkuchen auch. Die hat mich nämlich drauf gebracht. Deswegen wollte ich ihr gerne was mitbringen. Und dann ist da auch noch ein Schoko-Outlet. Ja, das macht aber erst um 11 auf. Das Café schon um 10. Ich habe auch noch gar keinen Hunger oder irgendwas. Ich habe ja gerade gefrühstückt, aber vielleicht trinke ich dann ein Cappuccino und ein kleines Stück frischen Baumkuchen. Dann spare ich mir das Mittag. Ja, das ist der Plan. Und der Plan ist eben, das alles noch zu machen, bevor die Hitze losgeht. Ich glaube, bis 12, 13 Uhr ist es noch so ein bisschen bewölkt, aber schon über 20 Grad oder knapp an die 20 Grad. Das ist okay. Aber die 27 Grad möchte ich nicht erleben. Da möchte ich zu Hause sein. Hannover wird auch so heiß, aber da bin ich zu Hause, kann Wäsche waschen und chillen. Genau. Ansonsten möchte ich hier bei 27 Grad eh nicht rumwandern. Ich habe nicht die passenden Sachen dabei. Leider, die Aussichten waren nicht so heiß, als ich gepackt habe. Ach so, und ich habe den Muskelkater meines Lebens in den Hüften und so Schienbein vom Runterlaufen. Vermute ich mal. Meinen Füßen geht es wieder ganz gut, aber ja, meine Hüften brauchen, glaube ich, einfach ein bisschen Bewegung, um in Tritt zu kommen heute Morgen. Und das Wochenende werde ich dann
einfach das Sofa nicht verlassen. Und ganz viel lesen. Ich möchte ganz viel lesen. Dazu bin ich nämlich kaum gekommen. Wie das immer so ist im Urlaub, zumindest bei mir, dass ich da nicht so viel Zeit dann für habe, weil ich ja nicht irgendwo rumliege und chille, sondern mir Sachen angucken möchte. Aber in der Bahn auf dem Weg zurück werde ich Harry Potter weiterlesen. Das aber nur am Rande. Hier soll es ja jetzt noch ein bisschen um den Harz gehen und nicht um mein Lesen. Das in anderen Videos dann. So, der Baumkuchen war lecker, ein bisschen trockener, als ich es in Erinnerung hatte, aber ich bin eher so der Baumkuchen-Spitzen-Fan und deswegen habe ich auch eingekauft. Ein Tütchen für mich, eins zum Verschenken. Das versuche ich jetzt hier heil durch die Wärme zu bekommen und das ist auch der Grund, warum ich nicht noch bei der Schokofabrik oder bei dem Outlet war, weil ja, es ist einfach zu warm, um jetzt Schoki zu kaufen und ich habe eh nicht mehr so viel Platz im Rucksack und möchte es auch nicht schleppen. Und Schoki gibt es auch in Hannover, aber ich verlinke euch das hier unten mal, falls ihr hier seid am besten. Ja, wenn ihr irgendwie ein bisschen mobiler seid, weil der Weg dahin ist schon ein Stück und gerade wenn es warm ist, ist es nicht so angenehm. Jetzt sitze ich hier zum Glück im Schatten. Ich wollte eigentlich in den Bürgerpark, der sieht auch von außen schön aus, aber alle Eingänge, die ich gesehen habe, waren verschlossen. Ich bin da nicht reingekommen, ich weiß nicht, ob der gerade geschlossen ist, aber jetzt gucke ich hier direkt aufs Schloss, ein bisschen im Dunst, im Schatten und werde jetzt zurück zum Bahnhof gehen, wieder nach Hause fahren und duschen, denn es ist unangenehm in langen Klamotten. Ja, was lehrt uns das? Vielleicht doch mehr einpacken, aber ich hasse es einfach, so viel Klamotten mitzunehmen und wieder zurückzuschleppen und es war nicht angekündigt, dass es heute so warm wird, aber ich genieße noch ein bisschen, dass es zumindest schön hell ist und die Vögel zwitschern. Hier ist es echt ganz schön, das ist am Rand vom Bürgerpark, man kann aufs Wasser gucken. Ich würde am liebsten reinspringen. ja, Wernigerode hat mir sehr gut gefallen. Das, was ich gesehen habe, war sehr schön. Die Wanderung war schön. Wenn euch die Wanderung zu den Ilsefällen interessiert, dazu gibt es auch einen Vlog und verlinke ich euch hier unten mal. Fand ich noch ein bisschen schöner als den Weg runter vom Brocken Richtung Wernigerode über Schierke und drei Annen Hohne. Ich werde es nicht mehr hinbekommen, das richtig zu bezeichnen. Auf jeden Fall, ja, weil ich einfach so ein Wasserfan bin und es mag, wenn viel Wald ist und das ist bei den Ilsefällen eher. Es gibt, das ist der Heinrich-Heine-Weg und der führt auch auf den Brocken. Den Abstecher habe ich damals nicht gemacht, aber wer früh startet in Ilseburg, der kann auch auf den Brocken und diesen Rundwanderweg machen. Der ist auch sehr, sehr schön, also kann ich auch empfehlen. So, ansonsten werde ich sicherlich nochmal vielleicht nach Goslar fahren. Von da gibt es auch einige schöne Wanderwege, was ich so gesehen habe. Also der Harz ist ja groß, da kann man auch mal Südharz sich angucken. Das ist von Hannover mit der Bahn aber immer ein bisschen schwieriger oder länger dauert halt die Fahrt zu erreichen. Und jetzt ja, beende ich das an der Stelle, zeige euch noch ein paar Eindrücke, wenn ich was sehe. Und dann sehen wir uns beim nächsten Vlog.